Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem sehr, sehr, sehr interessanten und überraschenden Video und zu einem interessanten Thema. Denn irgendwie hat Fortnite vor ein paar Minuten, beziehungsweise vor 17 Minuten, gerade wo ich das Video aufnehme, einen kleinen Teaser rausgehauen zu Fischstäbchen, zu Schlachtenstäbchen besser gesagt, und zu dem Mandalorianer. Ich blende euch einmal den Clip ein. Erstens werdet ihr natürlich sehr überrascht sein und werdet euch wundern, was damit gemeint ist. Aber erstmal hier der Clip. Also sehr, sehr, sehr interessant, wie gesagt, das ist einfach nur ein Teaser, wo wir den Mandalorianer sehen, oder Mando halt einfach, wie er das Hologramm von Schlachtenstäbchen in der Hand hält, und das war schon ein Bounty-Pack, welches oft in dem Star-Wars-Universum benutzt wurde, zum Beispiel für eine Kopfgeldjagd oder für was anderes, und dann steht da als Überschrift, ich habe einen Job für dich oder einen Auftrag für dich, mehr Infos folgen bald. Das heißt eventuell, dass es ein kleiner Teaser für das kommende Update ist, wo vielleicht Schlachtenstäbchen oder der Mandalorianer-Skin wieder mal eine Rolle spielen wird. Vor allem hatten wir einen Leak dazu, dass die Razor Crest von dem Mando-Skin oder von dem Mandalorianer halt einige Änderungen im Laufe von dieser Season erhalten wird. Aber abgesehen von diesem Clip und von dem Mandalorianer oder von Schlachtenstäbchen oder vielleicht sogar das Schlachtenstäbchen von dem Mandalorianer gejagt wird, wissen wir oder können wir uns vorstellen, oder sehen wir halt in diesem Clip, dass im Hintergrund der Zero Point oder der Nullpunkt einen weiteren Strahl rauslässt, beziehungsweise einen weiteren Strahl produziert. Das heißt, es kommt vielleicht mit dem nächsten Update ein weiterer Jäger auf uns zu, aber dieser Teaser ist mega, mega interessant und vielleicht bekommen wir noch am Nachmittag weitere Informationen dazu oder mit mehr Infos folgen bald ist vielleicht das nächste Update gemeint, wo wir vielleicht in den Patch Notes des nächsten Updates oder wo wir in den Highlights des nächsten Updates sehen, was jetzt mit diesem Teaser, was es mit dem Teaser auf sich hat. Also das Einzige, was wir sehen, ist der Mandalorianer, der vielleicht sogar ein Kopfgeld auf Schlachtenstäbchen bekommen hat, und im Hintergrund sehen wir halt einfach nur den Nullpunkt, wie er einen weiteren Strahl gerade produziert. Bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt, und das ist sehr, sehr, sehr überraschend. Falls sich daraus was entwickelt und wenn noch weitere Informationen dazu rauskommen, werde ich noch einen weiteren Clip aufnehmen oder sogar mehrere Clips, falls es jetzt weitere Teaser sein werden im Laufe der nächsten Stunden. So, Freunde, ich habe jetzt über 3,5 Stunden gewartet, ob jetzt noch weitere Teaser zu diesem Mando-Teaser noch rauskommen werden. Es ist nichts rausgekommen, aber es gibt eine neue Info zu möglichen 8 kommenden Skins, die im neuen Creative Hub gefunden wurden, und es gibt einige Bilder dazu oder nur ein Bild, ein großes Übersichtsbild, wo wir alle diese möglichen kommenden Skins sehen oder all diese Poster im Creative Hub. Ich habe die leider nicht gefunden. Ich habe 15 Minuten das ganze Creative Hub durchsucht, aber nichts gefunden. Deswegen gibt es doch einige Screenshots zu diesen möglichen Skins. Mega interessant, aber es kann auch sein, dass einige alle Skins mögliche, was für mögliche, also einfach nur Poster dazu sind, die dazu dienen, das Creative Hub einfach nur schöner zu machen oder halt einfach nur das Creative Hub cooler aussehen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz sehen die ganzen Skins mega, mega mega geil detailliert aus und sind halt, wie gesagt, mögliche Skins. Und vor allem wird das Creative Hub mega groß angekündigt hier, deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass sie das extra reingetan haben, aber nimm das mit Vorsicht oder genieß das mit Vorsicht, denn es können nur einfach nur Poster sein, die dazu, wie gesagt, dienen, das Creative Hub cooler gestalten zu lassen, oder es sind wirklich halt kommende Skins, die mit dem nächsten Update geleakt werden. Wenn das so stimmt, frage ich mich, warum die das jetzt so offensichtlich gemacht haben, aber ansonsten danke fürs Zuschauen. Das war jetzt ein kurzes Video zu dem Teaser und zu den möglichen Skins und zu den Postern im neuen Creative Hub. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.